Ein Frühstück wie immer. Hallo, Jerry. Hallo. Hast du was für mich? Nein, nichts. Was glaubst du eigentlich, wer dir schreiben soll? Du hast keine Frau, keine Kinder, keine Verwandten. Viel zu tun heute, Jerry? Ja, 6 Briefe und 2 Telegramme. Der Job artet allmählich in Arbeit aus. Ist es nicht ein bisschen zu heiß für so ein Frühstück? Du verwechselst die Adressen. Ich hab's versucht. Ohne Bier vertrage ich den Whisky nicht mehr. Ich glaube, ich werde alt. Hey, Jerry, wann wirst du endlich mal einen Revolver tragen? Oder kannst du gar nicht schießen? Du bist verrückt. Die Dinger sind wie Blitzableiter. Sie ziehen die Elektrizität an. Lass das. Nur einen Brief, Jerry. Ich werde dich auch nie mehr belästigen. Ehrenwort. Ach, hör doch auf. Mr. Everton! Mr. Everton! Man hat Mr. Everton ermordet! Mr. Everton ist ermordet worden! Abraham Everton ermordet? Verdammte Schweinerei! Sei bitte pünktlich, Alan. Ja, natürlich, Susan. So natürlich ist das nicht. Du bringst es fertig und kommst zu spät zu unserer Verlobungsfeier. Aber Liebling, was denkst du denn von mir? Sheriff! Was gibt's? Abraham Everton ist tot. Lass mich los! Was wollt ihr von mir? Ich habe doch nichts getan! Ich habe ihn nicht umgebracht! Lass mich los! Ich war es nicht! Nein! Das könnt ihr doch nicht tun! Ich bin unschuldig! Nein! Nein! Ihr könnt mich nicht einfach aufhängen! Nein! Ob wir das können? Lasst mich los! Lasst mich los! Ich weiß nicht! Ich habe nichts getan! Hilfe! Hilfe! Uneingerichtet! Hilfe! Ich kann mich nicht aufhängen! Er ist der Einzige, der einen Grund hatte, es zu tun. Mr. Forster, ich dachte, Sie sind für den Fortschritt. Jetzt können Sie es beweisen. Geben Sie dem Mann die Möglichkeit, sich zu verteidigen und sorgen Sie dafür, dass er wie ein Mensch behandelt wird. Das ist gerecht.
machen wir ihm den Prozess. Du wirst ihn verteidigen. Also los, fang an! Ich sage Ihnen, der Mann ist unschuldig. Warum wollen Sie ihm unbedingt den Mord anhängen? Haben Sie irgendeinen Zeugen? Ich finde es genügt, dass er Widerstand geleistet hat, als wir ihn festnehmen wollten. Er hatte doch nichts zu befürchten. Warum ist er geflohen? Was ist? Frag ihn doch! Du bist sein Verteidiger! Also! Du, antworte mir. Warum bist du so schnell abgehauen? Weil ich Angst hatte. Siehst du? Wir fällen jetzt das Urteil. Wer ihn für schuldig hält, soll die Hand heben. Der Mann ist schuldig. Die Verhandlung ist geschlossen. Worauf wartet ihr? Nein, ich war es nicht. Ich bin unschuldig. Bringt den Mann in mein Büro. Habt ihr gehört? Er hat Abraham Everton erschossen. Darüber entscheiden die Geschworenen. Wir sind die Geschworenen. Er ist verurteilt. Er bekommt einen ordentlichen Prozess. Und ich rate keinem von euch, mich daran zu hindern. Lasst ihn los! Hey, Frank, wann bekomme ich endlich meine Zeitung? Hör zu, Kleiner, du bist hier im Gefängnis und nicht auf Erholungsurlaub. Wenn ich nicht jeden Tag meine Zeitung kriege, dann verlerne ich das Lesen. Gut, dass du schon kommst. Sperr nein. Ich bin unschuldig, Herr. Ich habe nichts getan. Ist es dir lieber, wenn sie dich da draußen hängen? Sheriff, mir steht eine Einzelzelle zu. Ich bin ein gefährlicher Verbrecher, bin ich. Verständige Dr. Smith. Soll er hierher kommen? Ja, aber schnell. Er soll sich Evertons Leiche ansehen. Hey, Sheriff. Ich denke, er braucht dringender einen Totengräber als einen Arzt, stimmt's? Was sagen Sie dazu, Doktor? Tja, eine Kugel im Rücken. Keine Anzeichen eines Kampfes. Er wurde aus dem Hinterhalt erschossen. Vielleicht war er auf der Flucht. Auf der Flucht vor wem, Doktor? Everton hatte keine Feinde. Das herauszufinden ist Ihre Angelegenheit. Ich glaube jedoch, dass wir einer Meinung sind, dass diese Kugel nicht als Freundschaftsbeweis zu bewerten ist. Was Sie nicht sagen. Was ist denn da drüben los? Sie haben sich vor dem Gefängnis versammelt. Sie wollen den Kerl lynchen. Hoffentlich ist das bald vorbei. Die Männer trinken zu wenig, wenn sie dauernd abgelenkt werden. Daran ist bloß der Sheriff schuld. Hätte er den Höllenbraten noch aufhängen lassen, schuldig oder nicht, die Leute hätten was zu gaffen gehabt und wären zufrieden gewesen. Allen war schon immer zu eifrig. Unser früherer Sheriff hätte mit dem Kerl bestimmt kurzen Prozess gemacht. Ich hab's immer gesagt. Allen ist noch zu jung, um den Sheriff zu spielen und ich habe darunter zu leiden. Was Neues? Der Sheriff ist noch nicht zurück. Die anderen? Die warten vor dem Gefängnis auf ihn, verdammte Schweinerei. Guten Tag, Marty. Tag, George. Warum hast du das Ding nicht draußen gelassen? Du weißt, dass ich keine Waffen mag. Vor allem nicht, wenn sie scharf geladen sind. Man kann Büffel nun mal nicht mit Platzpatronen schießen. Ich bin Verkäufer und kein Büffel. Ich weiß, aber draußen riecht's nach einer ganzen Büffelherde. Ach so. Was kann ich für dich tun, Margie? Hast du für mich einen Hut? Was, einen Hut? Aber du hast doch nie Hüte getragen. Ab heute trage ich einen. Von mir aus. Wie soll er denn aussehen? So wie der, den Susan am Sonntag getragen hat. Das tut mir leid, Margie, aber den gleichen habe ich nicht mehr. Heute Abend ist doch das große Fest bei den Crosbys. Ob du es glaubst oder nicht. Ich habe heute mehr Hüte verkauft als in den 15 Jahren, seit ich das Geschäft habe. Es schien, als hätten sich alle Mädchen zwischen 18 und 80 zusammengetan, um meinen Laden zu plündern. Nur mit Mühe und Not konnte ich ein paar Hüte retten. Ha. Kein Tier ist so dickköpfig wie eine Frau. Probier den mal, Margie. Ich glaube, der müsste dir stehen. Was feiern die denn? Soviel ich gehört habe, die Verlobung von Susan Crosby mit unserem Sheriff. Sie geben einen großen Empfang. Der ganze Ort ist eingeladen. Alle außer mir und meinem Vater. Was ist eigentlich da draußen los? Schrecklich. Irgend so ein hergelaufener Strolch hat angeblich Mr. Everton erschossen. Sie wollen den Kerl lynchen.
Das ist wirklich eine ungesunde Geschichte. Ich kann verstehen, dass der Sheriff den Mann nicht rausgeben will. Wo kämen wir schließlich hin, wenn man jeden, der sich irgendwie verdächtig gemacht hat, gleich aufhängen würde? Gut, die Leute sind außer sich. Mr. Everton war sehr beliebt in der Stadt, aber ich finde, Recht muss Recht bleiben. Margie. Was willst du machen, Sheriff? Wirst du ihn noch weiter verteidigen? Der Mann hat ein Recht auf eine ordentliche Verhandlung. Übergib uns den Gefangenen und du ersparst dir eine ganze Menge Ärger, Sheriff. Den Ärger hast du, wenn du hier nicht bald verschwindest, mein Freund. Stehen bleiben. Noch eine einzige Bewegung und wir beerdigen heute Abend zwei Leichen. Warum schützt du diesen Verbrecher, Sheriff? Du siehst doch, die ganze Stadt ist gegen dich. Du musst ihn uns überlassen, ob es dir passt oder nicht. Bleib stehen oder ich knall dich ab. Ich hätte dich für klüger gehalten, Sheriff. Dieser Mann ist doch ein Krimineller. Verschwindet! Der Sheriff hat recht. Der Mann hat Anspruch auf eine ordentliche Gerichtsverhandlung. Ein paar Stunden vorher hast du anders gesprochen, Foster. Tja, hab's mir überlegt. Schließlich bezahlen wir den Sheriff, dass er uns vor solchen Elementen beschützt. Er wollte uns nur beweisen, dass er sein Geld auch verdient. Ist es nicht so, Sheriff? Ich hoffe nur, dass der Gefangene bis zur Verhandlung nicht an Altersschwäche gestorben ist. Ich habe Angst, Sheriff. Sie stürmen das Gefängnis. Das werden Sie nicht tun. Dafür sorge ich. Hey, Sheriff, eins kann ich Ihnen sagen. Wenn mich die Burschen aus Versehen mit aufhängen, dann mache ich Sie dafür verantwortlich. Tag, Rod. Hallo, Jerry. Bist du auch schon wieder hier? Gräberschaufeln macht durstig. Du kannst mir glauben, ich würde auch lieber Briefe austragen. Du kommst wenigstens mit Leuten zusammen und nicht mit Leichen. Ach, du stellst dir das viel zu einfach vor, Rod. Sag mal, was stehst du überhaupt hier herum? Du sollst doch Mr. Everton in die Grube legen. Ich hab's nicht eilig. Der kann mir nicht mehr davonlaufen. Was ist los, Foster? Warum trinkst du deinen Whisky nicht im Büro vom Sheriff? Ihr seid doch so gute Freunde. Regt euch nicht auf! Ich wollte nur verhindern, dass es Ärger gibt. Du siehst, mein Freund, auch mit Worten kann man viel erreichen. Ich lass lieber die Kanone reden, da gibt's keinen Irrtum. Das geht nicht immer gut. Was dann? Besser, ich gehe jetzt. Ich komme sonst nicht mehr nach. Falls noch mehr Arbeit anfällt. Rod? Weißt du, dass du eben etwas sehr Richtiges gesagt hast? Ja, sicher, Mr. Foster. Ich sollte nach Wichita gehen und eine Herde abholen. Ich komme in furchtbare Schwierigkeiten. Was hast du heute Morgen getan? Er hat Abraham Everton ermordet, steht in der Zeitung. Ich wollte mir erst mal ein Zimmer suchen. Wohin sollte ich sonst gehen? Ich war dreckig wie ein Eber. Na gut, aber dabei muss dich doch jemand gesehen haben, der für dich aussagen kann. In der Zeitung steht, dass er erst gesehen wurde, nachdem er Everton umgebracht hat. Es existiert kein Entlastungszeuge für den Angeklagten. Das ist es ja. Wie soll ich beweisen, dass ich es nicht war, wenn mich niemand gesehen hat? Überleg doch mal. Hat dich jemand gesehen, bevor du in die Stadt geritten bist? Es geht doch um dein Leben. Nein. Moment mal. Da fällt mir ein, ich habe auf einer Ranch Halt gemacht, kurz vor Jacksonville. Mit wem hast du gesprochen? Es könnte ein Mexikaner gewesen sein. Er hat sich angeregt mit einem Mann unterhalten. Und wie alt war der Mann? 60, prima gekleidet. 60. Der Mexikaner, der mit dir gesprochen hat. Ich habe ihn angesprochen. Ich wollte was zu trinken. Hat er dir was gegeben? Nein, nicht er. Er hat ein Mädchen gerufen. Sie hatte braunes Haar und ein hübsches Gesicht. Würdest du eventuell den Mann, mit dem der Mexikaner sprach, wiedererkennen? Wie sprachen sie miteinander? Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, sie haben sich gegenseitig beschimpft. Um was ging es? Der Mexikaner sagte, dass es ihm allmählich reichen würde. Und dass er keine Lust mehr hat, noch länger den Sklaven zu spielen. Hernandez und Everton haben sich nie sehr gut verstanden. Du kannst zufrieden sein. Vielleicht hast du ein Alibi gefunden. Hey, Sheriff, der Mann lügt. In der Zeitung steht etwas ganz anderes. Was ist jetzt wahr? Hallo, Sheriff. Was hat Sie hierher verschlagen? Ich habe mit dir zu reden.
Was sollen zwei, die sich doch nichts zu sagen haben, miteinander reden? Hm? Und gerade jetzt, wo sie so verdammt beschäftigt sind. Wir haben neuerdings gemeinsame Interessen. Ich verstehe Sie nicht, Sherritt. Ich meine, deine Auseinandersetzung mit Mr. Everton. Man hat mir erzählt, du wärst ziemlich aggressiv gewesen. Everton bringt es fertig, dass selbst ein Heiliger flucht. Er war also hier. Weißt du, dass er inzwischen ermordet worden ist? Ja, ich hab's erfahren. Glaubst du nicht, dass dir deine Gleichgültigkeit schaden könnte? Sie sind ein intelligenter Mann, Sheriff. Darum hoffe ich, dass Sie wissen, was wahr ist und was unwahr. Worüber hast du dich mit Everton so angeregt unterhalten? Geschäftlich. Du hast ihn bedroht. Ich habe ihm nur meine Meinung gesagt. Du warst der Letzte, der ihn lebend gesehen hat, Hernandez. Ich glaube nicht, dass das gerade ein milderer Umstand ist. Ich war nicht der Letzte, sondern der Vorletzte. Der Letzte war der Mörder. Kannst du es denn beweisen, dass du nicht der Letzte warst, der mit ihm gesprochen hat? Ich kann es. Ich kann bezeugen, dass mein Vater das Haus nach dem Streit mit Mr. Everton nicht mehr verlassen hat. Das will ich nicht abstreiten. Ich glaube nur, dass die Aussage der Tochter vor Gericht nicht viel Wert hat. Da ist auch noch Rebecca, die es bezeugen kann. Vielleicht hat die Aussage einer Stallmagd mehr Wert. Nun, deswegen bin ich nicht hier. Ich wollte nur wissen, ob du dich noch an den Fremden erinnern kannst, der heute Morgen auf eurer Ranch war. Er behauptet, du hättest ihm was zu trinken gegeben. Sicher? Weißt du vielleicht auch noch, in welcher Richtung er weitergeritten ist? Den Berg hinunter. Ich nehme an, nach Jacksonville. Sonst noch etwas? Danke. Wenn du willst, dass ich in dein Büro komme und aussage, dann... Das ist nicht nötig. Hast du Angst? Angst? Ja, vor Susan. Sie soll sehr herrschsüchtig sein. Zur Verlobungsfeier ist die halbe Stadt eingeladen. Nur mein Vater und ich nicht. Das musst du nicht mehr sagen. Was tust du, wenn ich auch hingehe und mit dir tanze? Ich werde mir Mühe geben, dir nicht auf die Zehen zu treten. Ich bin ein schlechter Tänzer, das weißt du doch. Ich bringe es dir schon bei, Sheriff. Du schaufelst ja eine Ewigkeit an dem Loch herum. Es kommt darauf an, für wen ich schaufle. Für dein Grab würde mir die Mittagspause reichen. Du verdankst es mir, dass er hier ist. Wenn ich ihn nicht gefunden hätte, läge er immer noch oben in den Bergen. Soll ich vor dir auf die Knie fallen? Hättest du ihn liegen gelassen, müsste ich mich jetzt nicht abrackern. Ich bin nicht mehr der Jüngste und möchte meinen Lebensabend lieber an der Bar verbringen. Die Geschichte hat viel Staub aufgewirbelt. Das ganze Nest ist in Aufregung. So ist es immer. Jahrelang passiert so gut wie überhaupt nichts. Und dann kommt alles zusammen. Todesfälle und Verlobungen. Glaubst du, dass das mit den beiden gut geht? Susan ist viel zu eigensinnig und dem Sheriff fällt es auch schwer nachzugeben. Naja, verlobt ist noch nicht verheiratet. Und verheiratet ist man auch nur, solange man lebt. Du redest ja sehr geistvoll bei der Hitze. Soviel ich weiß, geben die Crosbys ein Riesenfest. Ja? Sicher. Crosby zieht immer alles groß auf. Schlecht ist nur, dass diesmal gleich zwei Ereignisse zusammenfallen. Das ist nicht einfach. Oder glaubst du, man kann in der schwarzen Beerdigungskluft auch zur Verlobungsfeier erscheinen? Jerry, bist du sicher, dass du keine Einladung für mich hast? Aber natürlich. Sieh noch mal nach. Es kann doch sein, dass du sie übersehen hast. Ach. Geht Foster auch hin? Klar. Evertons Tod hat ihn aufgeregt. Er hat geschworen, ihn zu rächen. Und wenn Foster was sagt, dann meint er es auch so. Ha. Es kann leicht sein, dass er auf dem Fest den Sheriff in die Enge treibt und ihn dazu zwingt, dass er den Fremden doch noch aufhängen lässt. Foster und Everton waren sehr gute Freunde. Und er wird sich von diesem Schlag nicht so schnell erholen.
Julian? Ja, aber nicht so. Wir sind doch nicht auf dem Rodeo. Ah. Lassen Sie mich los. So können Sie mit Ihren Stieren umgehen, aber nicht mit mir. Ich bin ein zerbrechliches Wesen. Ja. Hast du schon da? Jetzt noch nicht. Nein, lass mich in Ruhe. Das ist wirklich nichts für mich. Komm, mach keine Geschichten. Du lernst es schon noch. Jerry, was machst du da? Hast du nicht eine übrige Einladung? Ach was, komm doch einfach rein, das fällt überhaupt nicht auf. Du meinst, ich darf rein? Natürlich. Hey du, die Kanone bleibt da. Wo ist der Sheriff immer noch nicht da? Vielleicht ist irgendetwas dazwischen gekommen. Er wird bestimmt gleich kommen, ich kenne doch einen. Wahrscheinlich muss er schnell einen Verbrecher verfolgen. Das ist ja schließlich auch nicht ganz unwichtig. Ja, natürlich, das verstehe ich schon. Aber ich meine, andererseits ist es auch nicht ganz richtig, dass er seine Braut so lange warten lässt. Ja, mein Lieber. Aber als seine zukünftige Frau muss ich das in Kauf nehmen. Ich sage mir, die beiden sind sowieso noch lange genug miteinander verheiratet. Hut bitte. Danke. Danke. Den Revolver auch. Guten Abend, Crosby. Hallo, Foster. Guten Abend, Susan. Guten Abend. Geht's euch gut? Ja, und wie geht's dir? Reden wir lieber nicht davon. Ist der Sheriff schon da? Nein, bis jetzt noch nicht. Er vernachlässigt dich jetzt schon. Er vernachlässigt mich keineswegs. Er hat nur sehr viel zu tun. Und außerdem geht sie das nichts an. Dein hübsches Töchterchen ist aber sehr empfindlich. Das wird sich mit der Zeit legen, wenn sie erst mal in unserem Alter ist. Was Neues, Mr. Foster? Hernandez. Er ist der Schuldige. Ich erwarte jeden Augenblick den Beweis dafür. Was sollen wir tun? Abwarten. Mir ist es lieber, der Sheriff verbrennt sich daran die Finger. Und wenn er nichts unternimmt? Keine Angst, dazu ist er viel zu diensteifrig. Inzwischen würde ich ruhig einen trinken. Zumal schon alles bezahlt ist. Jetzt wird's allmählich interessant. Es fehlt nur noch der Sheriff. Ich habe ihm das Zeug verkauft. Mehr kann ich nicht tun. Amüsierst du dich, Susan? Aber ja, Papa. Das ist schön. Guten Abend. Oh, Margie, geht's gut? Guten Abend. Entschuldigen Sie, dass wir ohne Einladung gekommen sind. Wir dachten uns, so ein großes Fest macht sehr viel Arbeit und da kann man schon mal jemanden vergessen. Ich hoffe, es gefällt Ihnen hier. Ich kann Sie leider nicht mit allen bekannt machen. Es wäre zu umständlich und vielleicht auch nicht ganz in Ihrem Sinn. Nur keine Angst, wir finden uns schon zurecht. Ja. Ich vergesse heute Abend meine angeborene Würde. Kommst du? Müssen wir uns alles gefallen lassen? Warum gehen wir ihm nicht einfach eine Abreise? Bleibt ruhig, Jungs. Glaubt mir, ihr kommt noch früh genug auf eure Kosten. Wenn mich nicht alles täuscht, wird der Zauber bald losgehen. Warten wir also, bis der Sheriff kommt. Vielleicht sollten wir ihn holen, Mr. Foster. Das ist nicht nötig. Er kommt bestimmt. Dann werden wir sehen, wie er handelt. Es sind sehr viele, die etwas dagegen haben, dass Hernandez hier bleibt. Oh, entschuldigen Sie. Können Sie nicht aufpassen? Entschuldigen. Mein neues Kleid. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe Sie nicht gesehen. Lassen Sie das. Was fällt Ihnen ein? Sowas. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Es kann leicht sein, dass der alte Crosby die Gläser mit Mineralwasser gefüllt hat. Sie sollen mich in Ruhe lassen. Aber nehmen Sie Ihre Finger. Ich will Ihnen doch nur helfen. Hey, nicht so hastig. Ich will nicht, dass meine Frau von einem Mörder angefasst wird.
Willst du mir schon wieder Arbeit verschaffen? Nicht so vorlaut, Rod, sonst kannst du deine eigene Grube schaufeln. Lass ihn springen, Ben, damit er gleich merkt, was wir von solchen Leuten halten. Du bist nicht eingeladen und wir wollen dich hier nicht haben, Hernandez. Du kannst von Glück reden, dass ich als Gast hier bin. Ich würde dich abknallen wie einen Schakal, wie du es mit Everton gemacht hast. Ich habe Everton nicht erschossen. Hier sind sehr viele. Und das kann ich beweisen. Die mit dem Colt besser umgehen können. Du wirst ihn doch nicht ausgerechnet hier umbringen. Halt dich da raus, Jerry, sonst treffe ich dich aus Versehen. Reiß dich zusammen, Ben. Ich bin unbewaffnet. Ich denke, wir sind hier auf einer Verlobungsfeier, aber anscheinend täusche ich mich. Warte einen Moment, Ben. Ich mache ihm erst den Oberkörper frei. Tja. Was geht hier vor? Dieser Hernandez ist an allem schuld, Sheriff. Er war es, der Everton umgebracht hat. Jeder weiß das. Sie auch. Dieser Verbrecher. Obwohl er nicht eingeladen war, besitzt er die Frechheit und kommt hierher und pöbelt unsere Frauen an auf diesem wunderbaren Fest. Er hat Everton nicht umgebracht. Es gibt keinen Beweis dafür. Und er war es doch. Er ist von allen Verdächtigen der Letzte, der mit Everton gesprochen hat. Foster, Ihr Eifer, den Mörder zu finden, kommt mir etwas übertrieben vor. Was soll das heißen, Sheriff? Meinen Sie etwa, ich habe ihn umgebracht? Oder einer von meinen Männern? Er soll verschwinden, Sheriff. Niemand hat ihn eingeladen. Wenn er nicht geht, dann gehen wir. Wir sind hier im Hause Crosby. Er hat das zu entscheiden. Es ist besser, du gehst. Dafür werdet ihr bezahlen. Nett von dir, dass du meinen Vater verteidigt hast. Das gehört zu meiner Arbeit. Ich habe gesagt, ich komme und jetzt bin ich hier. Das sehe ich. Wollen wir tanzen? Ich muss mal nach Susan sehen, entschuldige. Tanzt du mit mir? Nein, ich will nicht. Warum fragst du nicht Margie? Sie kann es doch kaum erwarten. Wie du meinst. Also dann bis später. Ellen! Warum müssen wir uns beide eigentlich immer wegen dieser Albernheiten streiten? Du wolltest doch eben zu Margie gehen und mit ihr tanzen. Bleibt im Haus! Was ist los? Wo ist Hernandez? Er schläft. Ist er schon lange zu Hause? Eine Stunde. Ist er gleich ins Bett gegangen? Sofort. Ich muss ihn sprechen. Aber das geht jetzt auf gar keinen Fall. Er hat mir ausdrücklich gesagt, wenn er in seinem Zimmer ist, dann darf ich ihn nicht stören. Dann wirst du eine Ausnahme machen. Sheriff, was wollen Sie hier?
Finden Sie nicht auch, dass es eine verdammt ungewöhnliche Zeit ist, um sich zu unterhalten? Ja, ja, schon gut. Ich weiß selbst, dass es spät ist. Entschuldigung. Sheriff, Sie liegen falsch. Ich habe Everton nicht erschossen. Ich frage mich, wann Sie das endlich einsehen werden. Noch dazu ist die Geschichte doch wirklich nicht kompliziert. Was soll das heißen? Oh, nichts Besonderes. Ich wollte nur sagen, Sie sollen die Augen aufmachen. Und Ihr Gehirn ein bisschen anstrengen. Aber was rede ich? Sie kommen noch drauf, auch wenn es lange dauert. Gute Nacht. Gute Nacht, Sheriff. Hast du was? Ah, jetzt geht das schon wieder los. Man wird doch noch fragen dürfen. Warum soll ich keinen Brief kriegen? Vielleicht habe ich irgendwo eine Freundin. Wenn du dir diese Fragerei nicht bald abgewöhnst, lasse ich mich glatt versetzen. Ich weiß gar nicht, warum du dauernd auf mir herummachst. Ich wollte nur ein bisschen Tabak. Was ist los, Jack? Hast du deinen idiotischen Komplex jetzt endlich aufgegeben? Nichts habe ich aufgegeben. Ich habe das Gefühl, irgendwann bekomme ich einen Brief. Ach, von mir aus fühl, was du willst, aber lass mich zufrieden. Junger Mann, hast du eine Prise Tabak für mich? Danke. Du, das ist genau die Marke, die ich seit meiner Kindheit rauche. Der spricht nicht mit jedem. Whisky. Allein säuft man, zu zweit trinkt man. Danke, Cowboy. Suchst du jemanden? Wer ist hier der Sheriff? Alan. Alan Phillip. Aber ich fürchte, er wird's nicht lange bleiben. Warum? Weil er überall seine lange Nase hineinsteckt. Vor ein paar Tagen haben sie einen ins Jenseits befördert und er will unbedingt den Mörder finden. Das scheint mir logisch, wenn er der Sheriff ist. Das ist eine verwickelte Geschichte. Ich beneide ihn nicht darum. Wo ist das Büro? Was für ein Büro? Vom Sheriff. Nur ein paar Schritte von hier. Wenn Sie mir noch einen kleinen Whisky spendieren, werde ich Sie persönlich dort abliefern. Ich bin nämlich Briefträger. Eine Flasche Whisky. Was fällt dir ein? Lass das. Die ist für deinen Alten. Habe ich recht? Nimm deine Hände weg, du Viehtreiber. Geh heim und sag deinem Alten, er soll kommen und sich selber abholen. Aber wahrscheinlich ist er so feige dazu. Gib her. Sicher, meine Kleine. Aber erst werde ich ihm ein paar auf den Pelz brennen. Hey, Bing, leg dir auf die Lauge! Erzähle ich nur dem Sheriff. Der bin ich. Umso besser. Ist das ja so üblich, dass man nicht jedem Whisky verkauft? Oder gilt das nur für Mädchen? Woher kommen Sie? Ihn interessiert das schon, Sheriff.
Wollen Sie länger hier in Jacksonville bleiben? Whiskey, ich will mich hier ein bisschen umsehen. So, so. Umsehen. Reiten Sie weiter. Momentan ist die Luft hier ziemlich ungesund. Auf meine Gesundheit kann ich keine Rücksicht nehmen. Ich bin auf der Suche nach einem Mörder. Ich bin hier der Sheriff. Und ich bin Everton. Bob Everton. Der Sohn des Ermordeten. Ich glaube, jetzt wissen Sie, warum ich hier bin, Sheriff. Weg da, ich hab's eilig. Hey, hey! Hm? Was sagst du dazu? Was fällt euch ein? Wie oft soll ich euch noch sagen, dass man vorher anklopft? Bob Everton ist da. Bob Everton. Wo ist er? Er ist im Saloon. Wer war noch dort? Der Sheriff. Sollen wir was unternehmen, Chef? Nein! Jetzt noch nicht. Ich glaube, es ist besser, wir bleiben vorläufig im Hintergrund. Sind Sie noch im Saloon? Nein, Sie sind zusammen ins Büro vom Sheriff gegangen. Natürlich, natürlich. Dann werden Sie zu Evertons Ranch hinausreiten, um den Tatort zu besichtigen, nicht wahr? Dadurch geht für uns viel Zeit verloren. Kostbare Zeit. Verdammt! Hier lag er, mit einer Kugel im Rücken. Haben Sie irgendwas gefunden? Nein, nichts. Irgendein Verdacht? Everton war sehr beliebt. Soviel ich weiß, hatte er keine Feinde. Mein Vater soll ziemlich großzügig gewesen sein. Niemand im Ort wusste, dass er einen Sohn hatte. Das ist ein großer Vorteil. Ich glaube, irgendjemand wird dadurch sehr unruhig werden. Ist schon möglich. Darauf können Sie sich verlassen. Ja. Kann schon sein, dass der Mörder einen Fehler macht, weil er mit Ihnen nicht gerechnet hat. Das wäre natürlich ein Vorteil für uns. Aber es kann auch sein, dass er noch vorsichtiger wird und überhaupt nichts mehr unternimmt. Dann stehen wir da mit unserer Weisheit. Sie sehen zu schwach, Sheriff. So war ich Bob Everton heiße. Ich werde den Kerl finden. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort, Sheriff. Geben Sie sich keine Mühe. Sie werden nichts finden. Es gibt keine Spuren. Sagen Sie mal, Sheriff, was war das eigentlich für ein Mädchen, das an der Bar so tapfer um eine Flasche Whisky gekämpft hat? Na ja, die Tochter von Hernandez, eine Mexikaner. Gehört er zu den Verdächtigen? Hernandez hatte ein einwandfreies Alibi. Und seine Tochter ist bereit, es zu beschwören. Logisch, sie ist seine Tochter. Es gibt noch einen Entlastungszeugen. Das Hausmädchen auf seiner Ranch. Ach, hören Sie mir doch mit den Weibern auf. Gesehen. Der muss sich hier verdammt gut auskennen. So schnell kann kein Mensch verschwinden. Es können auch mehrere gewesen sein. Soll ich einen Arzt holen, Sheriff? Nein, nein. Es ist nur ein Streifschuss. Bis nach Hause werde ich es schon schaffen. Ich habe es Ihnen schon mal gesagt. Hernandez. Er hat das Talent dazu, jemanden aus dem Hinterhalt zu erschießen und sich wie eine Katze davonzuschleichen. Mr. Foster, Sie haben doch gesagt, Sie wollen mir helfen. Erinnern Sie sich? Natürlich, ich bin doch die ganze Zeit dabei, Ihnen zu helfen. Alles spricht dafür, dass Hernandez Everton erschossen hat.
Hängen Sie ihn auf und die Sache ist erledigt. Ich werde niemals einen Menschen aufhängen lassen, ehe ich nicht von seiner Schuld absolut überzeugt bin. Dann legen Sie den Fall zu den Akten. Mit welcher Begründung denn? Weil Sie den Fall nicht klären konnten. Sie müssen den Arm möglichst ruhig halten. Danke, Doktor. Hey, Doktor, ich habe Halsschmerzen. Doktor, sehen Sie doch mal nach. Auf Wiedersehen, Mr. Voss. Wiedersehen, Sheriff. Doktor, Sie müssen mir helfen. Alan! Alan, bist du verletzt? Ach, das ist nichts. Beruhige dich. Nein, ich beruhige mich nicht. Erst musst du mir versprechen, dass du die Finger von der Sache lässt. Bravo! Sagen Sie es ihm nur, Miss Crosby. Wir wollen unseren Sheriff doch noch länger behalten, nicht wahr? Foster, was wollen Sie überhaupt erreichen? Vor ein paar Minuten haben Sie getan, als wollten Sie alles auf den Kopf stellen, um den Mörder zu finden. Sie wollten sogar einen Unschuldigen aufhängen. Plötzlich ändern Sie Ihre Meinung und geben mir den Rat, den Fall zu den Akten zu legen. Wie darf ich das verstehen? Ob Sie es glauben oder nicht, ich mache mir Sorgen. Und zwar um Ihre kostbare Gesundheit, Sheriff. Sie haben gesehen, wie schnell das geht. Und Sie wollen doch noch heiraten. Nett von Ihnen, dass Sie um meine Gesundheit besorgt sind. Aber glauben Sie mir, ich habe gelernt, mich zu verteidigen. Sie denken immer nur an sich selbst, Sheriff. Sie haben auch Evertons Sohn in große Gefahr gebracht. Es hätte nicht viel gefehlt und er wäre erschossen worden. Sie haben als Sheriff die Aufgabe, unsere Bürger zu schützen, nicht sie zu gefährden. Beruhigen Sie sich, Foster. Ich bin ganz sicher, die Kugeln galten einzig und allein mir. Und zwar alle. Ich habe mich davon anhand der Einschläge am Boden schon vergewissert. Wie Sie sehen, Mr. Foster, hat der Schütze ganz klare Absichten gehabt. Reinkommen? Ich möchte mit Ihrem Vater sprechen. Mein Vater ist nicht da. Kann ich vielleicht auf ihn warten? Ich nehme an, Sie wollen mit ihm über den Mord sprechen. Aber ich sage es Ihnen gleich, mein Vater weiß nichts. Die meisten hier in der Gegend denken darüber anders. Wenn Sie auf das hören, was die Leute sagen, wieso sind Sie dann hierher gekommen? Es ist richtig, dass sich mein Vater mit Mr. Everton nicht gut verstanden hat. Aber warum sollte er ihn deshalb gleich umbringen? Beruhigen Sie sich, ich glaube auch nicht an dieses Märchen. Ich möchte, dass Sie mir hilft, den Schuldigen zu finden. Kommen Sie herein. Setzen Sie sich, Mr. Everton. Nennen Sie mich Bob. Dieses verdammte Auge will nicht heilen. Übertreib doch nicht so, Jerry. Deine paar Briefe kannst du auch mit deinem Auge austragen. Nein, das hätte keinen Sinn. Stell dir nur mal vor, ich würde die Adressen verwechseln. Willst du eine Zigarette? Mhm. Ein schöner Abend, nur etwas zu ruhig für meine Begriffe. Seit der Sache mit Everton bist du überhaupt nicht mehr zu genießen. Der benimmt sich wie eine Maus, die von einer Schlange hypnotisiert wird. Reiß dich ein bisschen zusammen, nimm dir an mir ein Beispiel. Ich spreche aus Erfahrung. Jedes Mal, wenn es am Abend so unnatürlich ruhig war, ist irgendetwas passiert. Du würdest lieber den Tabak probieren. Der ist fabelhaft. Wie lange dauert denn die Versammlung noch? Bin ich Hellseher? Namen, Sheriff. Namen. Wenn du Everton siehst, sag ihm, er soll zu mir kommen. Hoffentlich siehst du ihn mit einem Auge, Jerry. Schnell, hol den Doktor. Den Doktor oder den Totengräber? CD. Sagt Ihnen das was? Nein, wirklich nicht. Die zwei Initialen
könnten Ihren Freund Hernandez endgültig entlasten. Tja, er kann den Colt ebenso gut gekauft oder gestohlen haben. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Lassen Sie mich mal sehen, mir wurde mein Schießeisen letztes Jahr gestohlen. Seit wann fängt dein Name mit CD an, Pete? Aber Sheriff, meine Namensliste ist so lang. Vielleicht hat ihn jemand absichtlich verloren und meint, er kann uns damit auf eine falsche Spur bringen. Aber eins ist sicher. Wenn er damit geschossen hat, muss seine Hand verletzt sein. Sheriff, Sie haben den Stall angezündet. Hey, lasst mich raus oder glaubt ihr vielleicht, ich will hier gegrillt werden? Na los, beeilt euch! Schnell, mehr Wasser her! Holt noch ein paar Eimer aus der Kneipe! Gib's schon her! Bleib in das Wasser! Dieser junge Everton. Ich habe sofort begriffen, dass der verrückt ist. Mir kann man nämlich nichts vormachen. Ich wollte von ihm ein wenig Tabak für eine Zigarette. Er hat mir eine ganze Packung gegeben und sie nicht zurückverlangt. Der muss doch verrückt sein. Vielleicht wollte er das Rauchen aufgeben. Na gut, aber warum zündet er die halbe Stadt an, wenn er keinen Rauch mehr macht? Oh, er will zu wissen, dass es Bob war. Verdammt doch mal. Ich habe ihn gesehen. Guten Tag, Sheriff. Ist Margie da? Ja, im Haus. Was wollen Sie denn von ihr? Sie haben sich die Hand verletzt. Ach, ich wollte einen Bretterzahn reparieren. Mhm. Dabei habe ich mich gerissen. Das darf ich mal sehen, ja? Guten Tag, Sheriff. Ich möchte mir ein paar Auskünfte holen. Vielleicht kann ich dir helfen. War Bob Everton gestern Abend bei dir? Ah, hast du jetzt für mich auch eine Hauptrolle in dem Spiel? Ich bin sehr teuer, Ellen, und ich weiß nicht, ob du die Gage bezahlen kannst. War er hier? Sicher, Sheriff. Wir haben uns sehr gut verstanden. Ich bin überzeugt, dass er den Mörder seines Vaters finden wird. Und ob du es glaubst oder nicht, er ist der Einzige, der uns nicht in Verdacht hat. Pass auf deine Hand auf, Hernandez. Das gibt schnell eine Infektion. Passen Sie lieber auf, Sheriff. Besser eine Infektion als eine Kugel im Rücken. Ich weiß nicht, warum Sie dauernd hier bei uns herumschnüffeln. Ich meine, wäre es nicht ratsamer, Sie würden mal woanders suchen? Hernandez, ich glaube, dass du viel mehr weißt, als du mir gesagt hast. Deshalb komme ich so gern hierher. Da täuschen Sie sich. Es gibt Leute, die eine ganze Menge mehr wissen als ich. Sprich dich aus. Aber natürlich. Mir liegt doch auch daran, dass Sie den Mörder finden. Vielleicht lassen Sie mich dann endlich in Ruhe. Jerry, warum fragen Sie den nicht mal, Sheriff? Er ist Briefträger. Er kann Ihnen bestimmt sagen, mit welchen Leuten der alte Everton Kontakt hatte. Spendieren Sie ihm ein Whisky, damit er sich erinnert. Ellen. Wir sind zwar nicht miteinander verheiratet, aber trotzdem, ich möchte nicht um dich weinen. Leb wohl, Margie. Versuch dich daran zu erinnern. Du warst doch fast jeden Tag bei Everton und hast ihm die Post gebracht. Ich kann mich einfach an nichts erinnern, aber vielleicht liegt es daran, dass meine Kehle so ausgetrocknet ist. Hm. Hey, Sheriff, geben Sie mir auch ein Schlückchen. Ich sage Ihnen alles, was ich weiß. Noch einen. Also? Das ist seelische Grausamkeit, Sheriff. Was ist?
Fällt dir jetzt was ein? Dummerweise sind die meisten Briefe verschlossen, aber ein guter Postbeamter kann aus dem Gesicht des Empfängers lesen, was drin steht. Sprich, Jerry. Linton Will. Und die Frau heißt Annie Law. Zwei Briefe hat er ihr geschickt. Sie besitzt übrigens einen Saloon in dem Nest. Und hast du eine Ahnung, warum er ihr diese Briefe geschrieben hat? Sie ist seine Frau. Sie hat es mir erzählt. Mr. Everton hat nie was davon erwähnt. Ich muss ihr versprechen, nie jemandem etwas zu sagen. Danke, Jerry. Glauben Sie mir, Sheriff, das ist eine verwickelte Angelegenheit. Vergessen Sie, was ich Ihnen erzählt habe, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist. Vergessen Sie Annie Law. Hey, Sheriff, nur ein Schlückchen, ich bin ein todkranker Mann. Whisky. Na, ganz allein? Soll ich dir nicht Gesellschaft leisten? Das ist Shirley. Sie meint es nicht so. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, behandeln Sie sie anständig, sonst sagt sie es Craig. Ein verdammt gefährlicher Kerl, dieser Craig. Vor kurzem hat ihn auf der Straße einer nur mal schief angeschaut und abends brannte sein Ranch. Ein feuriger Typ, dieser Greg. Hübsches Lokal. Wer ist der Besitzer? Es gibt keinen Besitzer, nur eine Besitzerin. Annie Law? Ja. Ich muss mit ihr reden. Das wird nicht ganz einfach sein. Ich muss mit dir sprechen. Klar? Ich habe gehört, Sie wollen zu meiner Chefin. Sie haben recht gehört. Und was wollen Sie von ihr? Etwas Privates. Das ist ganz unmöglich. Der Chefin geht es nicht gut. Es handelt sich um Abraham Everton, Ihren Mann. Ich glaube nicht, dass sie Ihnen helfen kann. Es wird sich rausstellen. Sie kann mit niemandem sprechen. Sie ist wirklich sehr krank. Tut mir leid, aber ich muss zu ihr. Wie Sie meinen. Aber Sie müssen mir versprechen, sie nicht aufzuregen. Einverstanden? Die Chefin, Annie Law. Seit wann ist sie in diesem Zustand? Seit einem Jahr. Wir haben sie damals blutüberströmt in ihrem Zimmer gefunden. Brutal zusammengeschlagen. Sie war 3 Tage lang bewusstlos. Seitdem ist sie gelähmt. Tja, ich kümmere mich um sie und ums Lokal. Wer war das? Ich weiß nicht, das ist nie herausgekommen. Aber eine Zeit lang ging in Lindenville das Gerücht um, dass ihr Mann nicht ganz unschuldig daran war. Sie hatten sehr oft Streit. Warum? Weiß ich nicht. Als sie vor 7 Jahren in dieses Nest kam, war ein junger Mann dabei, ihr Sohn Bob. Die beiden haben den Saloon eröffnet. Damals wusste ich noch nicht, dass sie von ihrem Mann getrennt lebte. Sie hat nie darüber gesprochen. War er nie hier, Abraham Everton? Nein. Er hat sich nie um sie gekümmert. Seine Geschäfte waren ihm wichtiger. Aber Sie sehen, es hat ihm kein Glück gebracht. Wissen Sie, warum Sie sich trennten? Sie haben sich eben nicht verstanden. Ist das so ungewöhnlich? Ich glaube, beide waren ein bisschen schwierig. Ich habe sie mal nach ihm gefragt. Sie wollte es mir nicht erzählen. Und ich habe diesen Wunsch respektiert. Und Bob? Hören Sie, Sheriff, ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Dass Sie den alten Everton umgelegt haben, tut mir wirklich leid. Ihm hätte ich es gegönnt, gelähmt auf einem Stuhl zu sitzen. Everton wurde ermordet. Sie machen sich verdächtig, wenn Sie so reden. Ich habe nichts zu verheimlichen, Sheriff. Ganz im Gegenteil. Ich will Ihnen sogar noch einen Tipp geben. Gehen Sie zu Mr. Lorry. Er ist Notar und verwaltet das Vermögen meiner Chefin.
Und wo finde ich den? In Freetown. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Sheriff. Der Alte wurde umgebracht. Irgendjemand hat dich gerächt. Wollen Sie was? Allerdings, ich möchte zu Mr. Lorry. Der Notar hat zu tun. Sag ihm, der Sheriff von Jacksonville ist da. Ja? Bitte. Entschuldigen Sie meinen Überfall, Mr. Lorry, aber es ist... Bob, was machen Sie hier? Das Testament von Abraham Everton. Ich glaube, das geht mich was an. Woher wissen Sie von dem Testament? Ich habe ihn verständigt. Bringt es uns irgendwie weiter? Bitte lesen Sie es. Es steht nichts Geheimes drin. Bitte. Aha. Demnach sind Sie Alleinerbe. Was ist los, Sheriff? Wollten Sie erben? Dieses Papier verbaut uns die letzte Spur. Es sei denn... Was meinen Sie? Wir eröffnen das Testament in Jacksonville. Vielleicht macht der Schuldige einen Fehler. Aber wir haben es bereits eröffnet. Nur zum Schein natürlich. Und mit Publikum. Sie, Herr Notar, werden noch heute an Bob Everton ein Telegramm abschicken. Darin erwähnen Sie das Testament. Dann sehen wir weiter. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Einer wird anbeißen. Ganz bestimmt. Einverstanden. Wie soll ein anderer als Mr. Everton von dem Telegramm erfahren? In Jacksonville schon. Wenn der Mörder weiß, dass es ein Testament gibt, wird er garantiert alles versuchen, es verschwinden zu lassen. Er wird ganz bestimmt Angst haben, dass sein Name darin erwähnt wird. Wer sagt Ihnen, dass der Mörder genauso handelt, wie Sie es sich denken? Niemand. Aber ich will nichts unversucht lassen. Und was glauben Sie, wird passieren? Wenn das mit dem Telegramm klar geht, wird der Täter den Notar abfangen. Damit es keinen Zeugen gibt, wird er ihn umbringen und mit dem Testament verschwinden. Das können Sie nicht von mir verlangen. Keine Angst. Ich spreche mit meinem Kollegen in Freetown und bitte ihn, mir einen falschen Notar zur Verfügung zu stellen. Einen gut bewaffneten Mann, der natürlich in Jacksonville nicht bekannt ist. Da Sie dort auch niemand kennt, glaube ich nicht, dass dieser kleine Personalwechsel auffällt. Sie verstehen... Ein so großes Risiko kann ich nicht eingehen. Ich habe Familie. Aber natürlich. Und wer wird unserem Besuchsnotar entgegenreiten? Ich. Ein gefährliches Spiel, Sheriff. Ein Mörderspiel. Also dann viel Glück. Hey, Rod, hast du Jerry gesehen? Ja, vor 10 Minuten. Hat er gesagt, dass Post für mich gekommen ist? Nein, hat er nicht. Wie geht's denn dem alten Jolly? Ach, schlecht. Stell dir vor, Sie wollen nicht mal mehr einen Arzt holen. Sie sparen sich das Geld für die Beerdigung. Ach, armer Jolly. Ich sag ja immer, kein Bier, kein Whisky, keine Frauen, so ein Mensch wird nicht alt. Ach, ich werde auch nicht alt. Bei dieser Hitze Gräber schaufeln, ach, das hält kein Mensch aus. Oh, wen sehen meine entzündeten Augen? Heiß heute. Ich bin ganz ausgetrocknet. Mir fällt ein ausgezeichnetes Mittel ein. Ja, mir auch. 3 Zähne. Euer Flash. Du hast unverschämt viel Glück. Das ist mein Glückstag. Nichts für mich, Jerry? Nein, nichts, Bob. Erwartest du Post? Ja, von unserem Notar. Es ist wegen der Testamentseröffnung. Ich glaube, dass das Testament meines Vaters einiges aufklären wird. Für den Mörder kommen schlechte Zeiten. Hey, weißt du, wo Foster steckt? Er wird zu Hause sein. Jeder vernünftige Mensch ist bei dieser Hitze zu Hause. Man riskiert ja einen Sonnenstich. Du solltest auch besser in deinem Büro bleiben. Du siehst schon ganz vertrocknet aus. Der Kasten da drin, der macht mich nervös. Deshalb muss ich von Zeit zu Zeit immer wieder raus. Hey. Die haben ja alle keine Ahnung. Die wissen nicht, was es heißt, wenn man immer gespannt sein muss, ob nicht die eigene Kündigung gerade durchgegeben wird. Hey, Tony! Tony! Jedes Mal, wenn ich dich brauche, muss ich dich erst suchen. Ein Telegramm für Bob Everton.
Eins sage ich dir, wenn du diesmal wieder 2 Tage unterwegs bist, fliegst du raus. Woolhaus. Poker. Moment mal. Langsam. Das ist mein Spiel. Mr. Everton. Telegramm. Danke. Danke. Also, was ist? Du hast mehr Glück als Verstand. Kommen wir heute 18 Uhr zur Testamentseröffnung. Notar Lowry. Das ist noch nicht eine gute Nachricht. Erzähl mir das. Ich hol's mir heute Abend ab. Nehmen Sie es lieber gleich mit, Mr. Everton. Ich hab keine Zeit. Ich kann Lowry nicht warten lassen. Ich verspreche es dir. Es ist wirklich das letzte Mal, dass ich mich auf so etwas einlasse. Danach bleibe ich in meinem Büro und bewache die Gefangenen, ja? Aber Ellen, verstehst du nicht? Was habe ich davon, wenn sie dich diesmal umbringen? Was nützen mir dann deine ganzen Versprechungen? Ich pass auf, Susan. Und außerdem, ich bin noch kein Neuling. Wie kannst du aufpassen, wenn du nicht mal weißt, gegen wen du kämpfst? Der Mörder kann dir hinter jeder Ecke, hinter jedem Baum auflauern und dich kaltblütig erschießen. Hey, Sheriff, er ist da! Wurde auch allmählich Zeit. Bis jetzt ist alles prima gelaufen. Ich habe das Telegramm vorgelesen und noch ein bisschen mehr. Ich glaube, unter den Burschen ist keiner, der daran zweifelt, dass der Name des Mörders drinsteht. Eine perfekte Falle, was? Fabelhaft. Wie spät? Es ist 10. Noch 8 Stunden. Heute ist überhaupt nichts los. Man könnte meinen, es sei Nacht. Aber dazu ist es zu hell. Wie spät ist es? Mittag, Jack. In 6 Stunden liege ich im Bett. So früh schon? Hast du zu viel gearbeitet? Oder bist du etwa krank, Jerry? Nein, aber ich vertrage den Pulverdampf nicht. Heute riecht's nicht nach Pulver. Noch nicht, aber in 6 Stunden brennt es. Herein. Ja, was gibt's denn heute? Als Maul und Friss. Nee. Brauchen Sie noch etwas? Ja, gute Nerven. Sheriff! Sheriff, ich habe gehört, dass Sie dem Notar entgegenreiten wollen, aber ich kann nicht glauben, dass das Ihr Ernst ist. Sie wissen genau, dass man es auf Ihren Kopf abgesehen hat. Das habe ich bereits gemerkt. Aber das kann mich nicht von meinem Vorhaben abbringen. Ja, Sheriff, Sie müssen wissen, wie viel Ihnen Ihr Kopf wert ist. Bleiben Sie lieber in Ihrem Gefängnis. Ich weiß, dass mein Beruf nicht ungefährlich ist, Foster. Aber von irgendwas muss man ja leben. Wussten Sie eigentlich von dem Testament? Ich glaube, dieses Dokument wird uns helfen, den Mörder Everton zu entlarven. Hören Sie mal, Sheriff! Hören Sie mal, Foster! Und nehmen Sie Ihre Hand weg! Sie glauben doch nicht im Ernst, Sie können mich umstimmen! Um 5 Uhr breche ich auf. In genau 3 Stunden. Viel Glück, Sheriff. Danke. Du weißt, was du zu tun hast. Sheriff, bevor Sie gehen, sorgen Sie dafür, dass ich endlich eine Einzelzelle kriege, klar? Hallo, Bob. Na, wollen Sie wirklich? Was soll das heißen? Ich meine, ob Sie dem falschen Notar entgegenreiten wollen. Na sicher. Dann komme ich auch mit. Die Augen sehen mehr als 2. Danke, Bob. Nein! Nein, Ellen! Geh bitte nicht! Sie werden dich töten! Wir haben es so abgemacht. Ich kann nicht mehr zurück. Eines sage ich dir. Wenn du wirklich diese Straße hinunterreitest, ist es aus mit uns. Hast du mich verstanden? Tut mir leid. Diese Weiber, was? Wenn sie zurückkommen, dann wird sie die Erste sein, die ihnen um den Hals fällt. Susan ist da anders. Sie ist verdammt eigensinnig und stolz. Wenn sie was sagt, dann meint sie es auch so. Und niemand kann es ihr ausreden. Die Geschichte wird sehr teuer für Sie, Sheriff. Tut mir leid. Was sollte ich sonst tun? Tja, ein Mann muss sich eben entscheiden können. Sich entweder umbringen lassen oder feige sein und weiterleben. Stimmt. Eine Geschmacksfrage. Wie spät? 6:05. Da ist er. Pünktlich ist unser Notar. Donald war schon immer ein zuverlässiger Mann. Ein Bekannter von Ihnen? Er ist Hilfs-Sheriff in Freetown. Hallo.
Alles okay? Ja, es war eine ruhige Reise, hat mich direkt gelangweilt. Na, lass dir nur Zeit. Das letzte Stück wird interessanter. Hoffentlich. Hast du das Testament? Natürlich. Na, worauf warten wir? Los! Der Platz hier ist nicht schlecht. Hinter den Felsen könnten wir uns gut verstecken. In der Nähe. Das kam von da oben. Ich glaube, wir sollten besser zu Fuß weitergehen. Oh. Da, den Revolver. Schnell. Komm. Schluss jetzt! Heb schön die Hände hoch. Bob! Was soll denn das? Wir sind doch Freunde. Ich hab dir geholfen. Wirf die Revolver weg. Was hätten wir? Der Fall ist erledigt. Ich hab ihm nur geholfen, Sheriff. Er hat seinen eigenen Vater erschossen. Das müssen Sie erst beweisen, Foster. Ganz recht! Schön brav die Hände hoch! Ich bin nämlich zurzeit verdammt schreckhaft, damit wir uns gleich richtig verstehen. Ich habe Everton umgelegt. Erkennst du mich nicht, Bob? Ich bin dein Zwillingsbruder Dan. Wir haben uns lange nicht gesehen. Wir waren damals erst so groß. Es hat mich sehr gekränkt, dass Mutter sich so schnell mit meinem Verschwinden abgefunden hat. Ich habe immer den harten, rauen Burschen gespielt. Aber ich habe auch so etwas wie Gefühl. Nur schade, dass Mutter das nie richtig begriffen hat. Übrigens, wie geht's ihr denn seit jener Nacht? Du warst es also. Beruhige dich, Brüderchen. Dachtest du, ich würde dich erben lassen, ohne mich zu rühren? Als ich erfuhr, dass er mein Vater war, wartete ich nur noch auf das Testament. Du weißt ja, Geduld war nie meine Stärke. Darum habe ich eben ein wenig nachgeholfen. Mit Forsters Hilfe hat es ausgezeichnet geklappt. Ich habe mich ihm als Bob vorgestellt und ihm was von einer großen Erbschaft erzählt, die der Alte hinterlässt. Eigentlich wollte ich nach Evertons Unfall für eine Weile verschwinden. Aber als ich erfahren habe, dass der echte Bob aufgetaucht war, habe ich es mir nochmal anders überlegt. Denn jetzt wurde die Sache ja erst richtig interessant. Ich hätte dich schon einige Male abknallen können, aber das wäre zu einfach gewesen. Du verstehst mich doch. Hm? Ich gebe zu, ich war ein bisschen nervös, als du Forster getroffen hast. Und ich habe mir überlegt, dass ich ihn irgendwie warnen sollte. Wenn ich dran denke, wie schlau du sein wolltest, muss ich lachen. Bruderherz. Wie sagt man doch so schön, Ende gut, alles gut. Und nun die Hauptsache. Die Tasche her. Kommen wir zur Testamentseröffnung. Das bedeutet, ich muss euch erschießen. Ihr dürft euch aussuchen, in welcher Reihenfolge. Eine kleine Schießerei
Und der Fall ist erledigt. Zum Totlachen, nicht? Nur Bob wird entkommen, aber natürlich nicht der richtige Bob. Du wirst mich doch nicht erschießen! Bob! Ich habe dir doch geholfen, Bob! Sicher, Forster. Aber ich bin nicht Bob, sondern Dan. Wie wirst du die Existenz deines Bruders erklären? Ich glaube, du unterschätzt mich, Sheriff. Meinst du vielleicht, dass ich seine Leiche hier aufbahren werde? Die verscharre ich auf dem Friedhof. Dort sucht sie nämlich keiner. Bob, bevor du stirbst, musst du mir noch eine Kleinigkeit erklären. Mutter hat unserem Alten nie ein Wort davon geflüstert, dass es mich auch noch gibt. Warum nicht? Warum hast du sie nicht selbst danach gefragt? In jener Nacht hättest du genügend Zeit dazu gehabt. Ah, da hast du nicht ganz Unrecht damit. Schluss jetzt! Sheriff, du bist der Nächste. Sherry! Ich habe immer gesagt, Revolver sind nichts für mich. Jetzt habe ich es einmal probiert und gleich ist es schiefgegangen. Stehen bleiben, wir spielen noch das gleiche Stück. Du bluffst, Dan. Du hast keine Munition mehr. Bleib lieber stehen oder ich drücke ab. Dann wirst du es gleich wissen, ob noch eine Kugel drin ist. Ich lasse es drauf ankommen, dass du auf mich schießt. Diese Kugel wäre zu schade für dich, Sheriff. Donald, Bob, werf die Revolver weg. Dan, hör zu. Hör genau zu, Dan. Ich werfe jetzt auch meinen Revolver weg. Und dann werde ich kommen und dich holen. Du kannst auf mich schießen, wenn du noch Munition hast. Eine andere Möglichkeit gibt es für dich nicht mehr. Spiel nicht den Helden, Sheriff. Wenn du mit deiner letzten Kugel Susan erschießt, bist du erledigt. Mich wird niemand davon abhalten, dich umzubringen. Hast du mich verstanden? Dan! Oh!